Die deutsche Sandra Hüller ist mit dem französischen Filmpreis César als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Hüller erhielt die Auszeichnung in Paris für ihre Hauptrolle in dem Film Anatomie eines Falls, dessen Regisseurin Justine Triet wurde mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Insgesamt gewann der Film 6 Césars. Triet ist erst die zweite Frau, die den Regie-César erhält. Hüller richtet dann auch das Augenmerk auf den weiblichen Erfolg bei der Preisverleihung, die von der Diskussion um sexuelle Gewalt in Frankreichs Filmindustrie dominiert wurde. Ja, es ist ein Traum für den Film, es ist ein Traum für mich, es ist ein Traum für alle Leute, die mitgewirkt haben. Und ich fand es wirklich interessant, dass Juliette Binoche gesagt hat, dass es 5 Frauenfilme mit 5 Schauspielerinnen waren. Das ist unglaublich, wir sollten so weitermachen. Hüller ist für Anatomie eines Falls auch für einen Oscar nominiert. Die Oscars werden in 2 Wochen verliehen. Triet hatte die Rolle in Anatomie eines Falls nach eigener Aussage Hüller auf den Leib geschrieben.